you watch me bleeding till I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Unessa Vlog. Ich habe gerade schon meinen Vlog bearbeitet, war beim EMS-Training und jetzt mache ich mich fertig, beziehungsweise bin fertig und gehe zu meiner Oma. Und den Rest werdet ihr später sehen. Ich guck mal, was angekommen ist. Ein Paket für dieses DIY-japanische Zeug. Das heißt, davon wird es bald wieder ein neues Video geben. Ihr könnt gespannt sein, ich bin auch gespannt. Und jetzt muss ich mich auf den Weg machen. Ich melde mich gleich. Ach, ich habe ein Haarbock. Tschüss. So, ich war jetzt bei Oma. Polly ist auch am Start. Hi. Die war auch bei Oma. Jetzt muss ich einkaufen. Katzenfutter. Und dann? Was reden die? Wer? Die Mädchen. Das sehe ich doch nicht. Dann gehe ich nach Hause. Dann mache ich mein Video fertig. Dann gehe ich mit Laura in die Stadt. Dann gehen wir essen. Dann gehen wir ins Kino. Wir gucken heute Zoomania. Ich hab Bock. Das soll richtig gut sein, der Film. Oh. So, ich war jetzt gerade zu Hause, muss jetzt wieder los. Ich musste ein paar Sachen erledigen, ich war einkaufen und so, habt ihr gesehen. Und es ist gerade ein Paket angekommen für eine neue Candy Challenge. Ein bisschen was anderes, aber trotzdem immer noch Candy Challenge. Seid gespannt, ich weiß noch nicht, wann ich es drehe, aber ist es auf jeden Fall jetzt angekommen und das ist ganz cool. So, und jetzt packe ich meine Tasche. Und dann geht's los. Ich treffe mich nämlich jetzt mit Laura und dann gehen wir in die Stadt. Mal gucken, was wir machen. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Ach. So, ich habe gerade noch meine Augenbrauen ein bisschen eingecremt, aber sieht man, glaube ich, gar nicht. Ja, oh, Katze. Was mit dir? Miau. Was machst du? Inspeed, was machst du da? Ja, was machst du? Komm mit dir runter. Same shit, different day. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg. Hello, guys. Ich bin jetzt mit Laura im Primark. Laura, show dein Face in die Kamera. Willst du erst hier bei Bikinis gucken? Ja, ich gucke erst mal hier. Ja, das finde ich auch schön. Aber wenn das noch so ein bisschen mit diesem, was ich dir letztens gezeigt habe, wäre, finde ich es noch schöner. Ich sollte mir eine Tüte nehmen. Eine Tüte? Ja, eine Tüte. Ich hole eine Tüte. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal shoppen. Und dann essen. Und dann ins Kino. Ich weiß halt, danke, absolut nicht. Hello. Okay, wir sind gerade bei Primark. Ich habe schon etwas anprobiert. Ich werde auch etwas mitnehmen. Ich kaufe mir sogar zwei Bikinis. Aber ich glaube, ich drehe kein Haul. Because es ist nicht an der Zeit für ein Haul. Von meinem Körper her. So, und jetzt warte ich auf Laura, bis sie ihre restlichen Sachen anprobiert hat. Und dann sehen wir mal weiter. Shoppingtour vorerst beendet. Ich bin dezent ausgerastet. Vielleicht, ach, ich mache euch gleich einfach einen kleinen Haul. Dann ist das zwar kein Try-on-Haul, aber... Dann seht ihr, was ich gekauft habe. Gute Idee. Ich bin mit meiner Mama aus Primark schon mal mit jeder 5 Tüten rausgegangen. Würde ich auch gerne. Aber dann kann ich Insolvenz wirklich anmelden. Willst du auch gleich noch einen Haul machen? Ja, bei Jean und David. So, wir sind jetzt bei Jean und David. Ich habe mir ein Curry bestellt. Und du? Ein Salad. Ein Salad. Und ich habe mir noch ein Smoothie bestellt. Jetzt warten wir, bis es fertig ist. Möchtest du jetzt einen Haul machen? Ich habe sogar einen Strohhalm in meinem Schuh. Oh, ich mir umsonst einen mitgenommen. Scheiße. Möchtest du einen Haul machen? Nein, gerade nicht. Wir sitzen nur so mittendrin. Laura schämt sich. Ja. Ja, nimm mir das doch. Komplett Überforderung. Da ist es auf jeden Fall da. Oh, ich esse es Blume mit. Wo ist mein Handy? Ja, ich hab das nicht. Ach nee, das hab ich in meiner Tasche. Okay, das ist mein Curry. Laura Sonne.
Laura, ich wünsche dir einen hervorragenden guten Appetit. Wünsche ich dir auch. Boah, geil, mit Erdnüssen. Hm, probier mal. Könnte ein bisschen süßer sein, aber ist lecker. Ja, da fehlen die Flavetrips. Ja, ist so. Lass es dir schmecken. YouTube. Herzblatt. Hello, wir sind jetzt im Kino. Wir gucken jetzt Zoomania. Dumm wie wir sind, haben wir vercheckt, dass es in 3D ist und haben ach, keine 3D-Brille mitgenommen. Das glaube ich gar nicht. Bist du sicher? Ich glaube, du hast es nicht gesehen. Ja. Ah. Erstmal 3D-Brille aufsetzen gleich, ja? Und ich habe Kekse. Oh, das darf ich gar nicht zeigen. Sowas darf man im Kino ja nicht, ne? Ich zeig's euch trotzdem, wartet. Oh, 3D-Brille. Wo sind denn meine scheiß Kekse? Ah, da. Jetzt noch die leckeren Sorten mit Schokocreme und mit Milchcreme. Wupp, wupp. Halt am Auge. So, wir sind jetzt aus dem Kino raus. Wir mussten gerade voll rennen, um die Bahn zu bekommen. Wie fandst du den Film? Ausstieg in Fahrtrichtung. Okay. Das war's? Ja. So, ab und an mal ganz lustig. Ja, weiß nicht mehr, kann ich dazu nicht sagen. Also ich fand den auf jeden Fall ganz gut. Also ich hätte gedacht, der wäre so viel lustiger, aber das war auch schon so ein bisschen so mit Spannung und so. Ja, ja, aber war eigentlich ganz cool. Also ich fand den gut. Die Message dahinter ist eigentlich ganz cool. Ja. Ich fand den cool. Ist auch voll cool gemacht und sah auch voll schön aus und ja, so. Also ist, ja. So Bildeffekte und so. Visuell. Die visuellen Dinge gefielen mir. Nee, fand ich echt eigentlich ganz cool. Hast du geflirtet? Ich hab so irgendwas, ich hab meine Haare aus dem ja. Schal gemacht und er so und ich dann auch so. Ja, das ist auf jeden Fall die Story. Ich fand den ganz cool, würde ich mir auch nochmal angucken. U42 und U46. Hallo Laura, und. Das schneidest du raus. Guck mal, was Laura an der Tankstelle gefunden hat. Wie heißt das? Cookie Dough Switch. Von Ben und Jerry's. Wir essen das jetzt. Kalt. Boah, da kann man gar nicht so reinbeißen. Das schmeckt einfach nur wie Vanilleeis mit Keks. Ja, voll lame. Ich mag kein Vanilleeis. So, ich bin jetzt bei meiner Mutter. Guckt, was sie gemacht hat. Nur Scheiße. Ich muss jetzt einen auf Klempner machen und versuchen, das Rohr da wieder dran zu kriegen. So, ich bin jetzt gleich zu Hause, liebe Freunde. Ich beende jetzt schon mal das Video. Der Abfluss ist dran, aber etwas undicht. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall hau ich mich gleich hin. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Hier findet ihr noch mein letztes Video. Da wo Mama sitzt. Also dann, bis morgen. Morgen mache ich übrigens den Haul für euch, dann seht ihr, was ich gekauft habe. Tschüss.